Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Call of Cthulhu, Folge 2. Fortsetzen. Eine Warehouse on Dark zum Teil unerleslich, einmal Teil des Sekunden Lagerhaus 36 Darkwater. Rather thin. Hier steht, dass das Feuer im Esszimmer ausbrach und die gesamte Familie tötete. Die Polizei gab als Brandursache einen häuslichen Unfall an, verweist aber auf die schlechte geistige Verfassung von Sarah Hawkins. Aber warum? Ein Zeitungsausschnitt, ein Artikel über die Hochzeit von Sarah und Charles Hawkins, einen Geschäftsmann von der Insel Darkwater. Sie führen ein zurückgezogenes Leben mit ihrem einzigen Sohn Simon. It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a Stephen Webster, Alter 63, Tätigkeit Geschäftsmann, ein wohlhabender Geschäftsmann von hohem Ansehen in Boston. Stephen Webster beauftragt mich, den Tod seiner einzigen Tochter Sarah Hawkins zu untersuchen. Dieser Mann akzeptiert weder ein Nein noch unbequeme Wahrheiten. Er würde alles tun, um zu beweisen, dass seine Tochter nicht wahnsinnig war. Charles Hawkins, Alter 41, Fähigkeit Räder. Charles Hawkins war eine örtliche Berühmtheit auf Darkwater. Als Erbe seiner Räderfamilie reiste er viel. Bei einer reißenden Brieftrauer Sarah Hawkins. Sie verliebten sich, heiraten und Hawkins brachte sie auf die einsame Insel Darkwater. Sie hatten einen Sohn namens Simon, führten ein äußerst zurückgezogenes Leben. Sarah Hawkins, Alter 33, Tätigkeit Malerin. Sarah Hawkins ist für eine sehr Schauerkunst bekannte Malerin. Sie wurde für eine Fremdartigkeit ihrer Arbeit und ihrer selten öffentlichen Aufträge gefeiert. Ich glaube, sie sagt eins, ich male nur, was meine Träume mir einflüstern. Ihre Vermählung mit Charles Hawkins vor vielen Jahren überraschte die Boulevardpresse. Eine reiche Bostoner Erbin
Bekannt für ihre Präsenz auf ihren zahlreichen Partys, folgte ihrem neuen Ehemann auf und lebt als Einsiedlerin auf der Insel Darkwater. Sie verschwand von ihnen den Titelseiten, niemand hörte mehr von ihr. Selbst ihr Tod in einem Feuer blieb ein Geheimnis. Nur ihr Vater Steve Webster sucht noch nach der Wahrheit. Simon Hawken, Alter 11, Tätigkeit Schüler, einziger Sohn von Sarah und Charles Hawken, er starb in dem Feuer, das da seine gesamte Familie tötete. Kunst von Sarah Hawken. Für die einen ist es eine künstlerische Visionäre und für die anderen eine völlig überschätzte Hochstaplerin. Sarah Hawken spaltet die Gemüter. Die geheimnisvolle, zurückhaltende Künstlerin erschafft kuriose Werke mit wuchtigen Farben und ungestümen Pinselstrichen. Wenn ihre Gemälde ein Manifest ihrer Gedankenwelt sind, öffnet Sarah Hawken Portale zu anderen Dimensionen. Ausschnitt aus dem Notizbuch von Edward Pierce Breda war Detektiv. So. Akte zum Fall Sarah Hawkins, eine Versandadresse, sie ist zum, also, ja, das habe ich schon gelesen, Gemälde von Sarah Hawkins. Das Gemälde zeigt die Silhouette eines Ungeheuers, das eine Frau und ein Kind bedroht. Im Hintergrund sind Flammen zu sehen. Steven Webster glaubt, dass das Gemälde mit dem Tod seiner Tochter Steven Sarah Hawkins in Verbindung steht. Lost Baliton, 10.17.18. Mein altes Fahrzeug, das ich in Gedanken an die 77. Interviewdivision und die Gefallen der verlorenen Ballions graviert habe. Das habe ich alles schon gelesen. Look on the north Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Darkwater is off the coast of Boston, but I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century, but it seems to have been shunned since then. Darf aber die Brutalität der alten Götter nicht vergessen werden. Ein gewaltiges Wesen schmückt noch immer die Wände lange verlassener Höhle. War es ein Gott des Meeres oder der Träume? Das weiß niemand mehr. Doch die heutigen Einwohner, Nachkommen stolzer Walfinger, gedenken noch immer der geheimnisvollen, aufwühlenden Geschichte ihrer kleinen Insel von der Küste Massachusetts. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Albträume. Edward Peart ist ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, der an der Mars-Algaroma-Offensive teilnahm. Er ist einer der wenigen Überlebenden des verlorenen Bastillons, amerikanischen Soldaten, die schwere Verluste durch Artilleriefeuer von Feinden und der Alliierten entfallen. Kameraden und ohne Nahrung der medizinischen Versorgung mussten sie ihre Stellung mehrere Tage halten und wurden deshalb von ihren Landsmännern als verloren betrachtet. Pierce ist von den Ereignissen traumatisiert, mit Schlaftabletten und Alkohol versucht hat, die Albträume, die ihn heimsuchen, abzuwehren. Stabil, überzeugt von seinen Fähigkeiten und deinen charakterreichen Denken, führst du Ermittlungen durch, bei denen du dich an Fakten überzeugen und deine Wahrnehmung der Realität hältst. Deine Schlussfolgerungen sind logisch und zuverlässig. Darkwater Island. Dieser einsame Fels von der Vorderküste Bostons scheint völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Die Küste dieser kleinen öden Insel besteht aus steiligen Felsklippen und steinigen Riffs mit nur einer Mündung an den Ozean. Sie ist hauptsächlich von den Nachfahren der Walfänger bewohnt, die die Insel im 19. Jahrhundert als Versorgungsposten nutzten. Ihre Wirtschaft ist mit dem Ende des Walfangs zusammengebrochen. Die Medizininstitut ist wohl das einzige profitable Unternehmen dort.
The Learning of Medicine. Ein unfassbares Werk für Medizinstudenten und Assistenzärzte. In den ersten Band sind alle Krankheiten, die in der technischen Welt bekannt sind, mitsamt ihrer Symptome und entsprechender Behandlung aufgeführt. Kapitel 2, Hafen von Darkwater. Der Fall Sarah Hawkins. Nimm an den Fall Sarah Hawkins an. Pierce nahm den Fall Hawkins an. Der Künstlerin wird vorgeworfen, den Brand verursacht zu haben, der sie und ihre Familie tötete. Der einzige Hinweis ist ein verstörendes Gemälde, das sie ihren Vater hinterließ. Die Absenderadresse ist ein Lagerhaus am Hafen der Insel Darkwater. Dieser Ort scheint der Ausgangsort für Pierce Ermittlungen zu sein. Almost there. Stay on board. There's guys coming to unload.
Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood.